begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Vortrag bei Freitag Kinder in Basel. Heute geht es ums Schulsystem und ich darf euch unseren Referenten vorstellen, Andreas Schillenberger. Er studiert an der Uni Basel Soziologie und Philosophie und hat sich einiges jetzt mit dem Thema Schule auseinandergesetzt. Und so wie der Titel zu verraten scheint, hoffe ich, dass er uns erzählen wird, weshalb wir den größten Teil unseres Lebens verschwendet haben in der Schule. Bin sehr gespannt. Andreas, danke. Vielen Dank für die Einführung. Das ist eigentlich schon der Scheiß in diesem Titel. Jetzt habe ich irgendwie viel zu viel versprochen. Und es klingt wahnsinnig ambitioniert, dabei waren ursprüngliche Ambitionen, das Niveau dieser Abendveranstaltung mal für einmal sehr stark zu senken, indem wir ein völlig neues Thema aufmachen. Wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren alles mögliche diskutiert, sind dann immer ein bisschen stark in Tiefe gegangen, wir sehen unser Publikum und ein bisschen zu- und abgenommen. Und ich möchte jetzt irgendwie ganz ein neues Kapitel aufmachen und mit euch mal über das Bildungs- und Schulsystem anfangen nachzudenken. Anfangen zu beschäftigen habe ich so ungefähr vor einem Jahr, als ich wieder mal auf die TED-Talks von Ken Robinson gestoßen bin, die viele mal auch auf Facebook-Veranstaltung habe ich dort verlinkt. Die sind einfach rein rhetorisch so brillant, dass sie schon einen Blick wert sind. Das Ganze ist ein Riesenplädoyer für eine Bildungsrevolution, keine Bildungsreform, sondern eine waschechte Revolution. Für das deutsche Bildungssystem und geschichtliche Bildungssystem als Anfangspunkt habe ich dann Richard David Brecht genommen. Anna, die Schule und der liebe Gott. Brecht mag man zwar irgendwie nicht so sehr im philosophischen Mikrokosmos hier in Europa. Ich schätze aber sehr und halte das für sein bislang bestes Buch. Es lohnt sich, mindestens einmal reinzuschauen. Übrigens noch kurz zum Rand, auch der Titel spielt auf Ken Robinson an. Sir Ken Robinson, muss ich sagen, wurde mittlerweile geadelt für seine Verdienste. Und zwar auf eine kleine Anekdote, die Robinson immer wieder erzählt, um zu demonstrieren, wie das Schulsystem Kreativität abtötet. Und zwar geht es um die junge Anna, die ist 8 Jahre alt und sitzt im Zeichnungsunterricht. Sie darf einen freien Namen. Die Lehrerin tritt zu Anna und fragt Anna, was malst du denn? Und diese sagt, den lieben Gott. Die Lehrerin daraufhin, aber das kannst du nicht machen, niemand weiß, wie der liebe Gott aussieht. Und die kleine Anna antwortet dann, warten Sie noch 3 Minuten, dann wissen Sie. Also das war so der Anfang, lohnt eine Lektüre. Was jetzt folgt, ist aber in keiner Weise ein korrektes Argument irgendwelcher Art, sondern ein großes Brainstorming. Eben weil ich hier selber am Anfang stehe und dann idealerweise auch gerne eure Gehirne später hätte, um das Ganze weiterzumachen, zu kritisieren, falsifizieren, verifizieren und auf gute Lösungsvorschläge zu kommen. Ich gebe im Grunde einfach nur eine Ansammlung von Fakten, ein paar Thesen und so weiter, alles leicht kritisierbar, um einen Anfang hier in der Diskussion ein bisschen zu bilden. So ganz einleitend, warum sollten wir uns überhaupt aus einer philosophischen Perspektive für Pädagogik interessieren? Es gibt da ein schönes Zitat, Erziehung ist, was die ältere Generation von der jüngeren will. Das wird normalerweise Pestalozzi zugeschrieben, kann man aber historisch nicht ganz genau bestätigen, aber das ist auch gar nicht so wichtig. Die Frage, die aber wichtig ist, was denn die ältere Generation eigentlich von der jüngeren will, die wird meistens gar nicht so genau beantwortet. Der schöne Nebeneffekt von Pädagogik, meiner Meinung nach, ist einfach, dass sie einerseits unser Menschenbild offenlegt, unsere Anthropologie, aber auch unsere ethischen Ziele, die wir haben. Wir müssen nämlich immer 2 Dinge beantworten, wenn wir über Pädagogik diskutieren. A, wie denken und lernen Menschen, wie interagieren sie, wie funktionieren sie? Und B, was für Menschen wollen wir eigentlich, was für ethische Ziele verfolgen wir in der Schulbildung? Und ich glaube, das ist ein Grund, warum man immer so leidenschaftlich über Bildungsreformen streitet oder Politik. Freilich ohne, dass sich großartig was ändert. Der zweite Grund ist ja ein quantitativer, warum wir uns beschäftigen sollten mit diesem Thema. Und das ist dieser. Nach Berechnungen der UNESCO werden in den nächsten 30 Jahren mehr Menschen Schulunterricht besuchen, als in der ganzen bisherigen Menschheitsgeschichte zusammen. Das ist schon viel. Das heißt, alles, was jetzt falsch und richtig läuft, potenziert sich noch einmal an in der schieren Quantität der Leute, die den Schulsystemen ausgeliefert sind.
Meine Anfangsbeobachtung war folgende. Wenn ich jetzt mal so ganz leihhaft die letzten 100 Jahre Menschheitsgeschichte im Westen Revue passieren lassen, dann fällt uns auf, dass wir in vielen Gesellschaften eine enorme Wandlung hatten. Hier jetzt zwei Beispiele, zum Beispiel die Landwirtschaft. Wir haben Bilder aus Belgien im 1900er und dann rechts irgendwo in den USA ein automatisiertes, halbautomatisiertes Agrarfeld. Wir haben hier einerseits den technologischen Wandel, also von menschlicher Kraft und Tierkraft hin zu Maschinenkraft. Gleichzeitig aber riesige soziologische Verschiebungen. Früher war ein großer, der allergrößte Teil der Gesellschaft entweder direkt oder indirekt in der Landwirtschaft beschäftigt. Das hat sich in wenigen Jahrzehnten radikal geändert. Heute ist es ein kleiner Bruchteil der westlichen Welt Landwirtschaft betreibt. Im unteren Beispiel die Wirtschaft. Das ist ein schlechter Vergleich, der auch links ein Gemälde, das eine Stahlschmiede in der Ruhr, eine Zeit des Herzstück der deutschen Industrie darstellen soll, sehr schön gemacht, aber nicht von jedem ist. Und jetzt die New Yorker Börse. Aber auch hier das Grundthema rasanter Wandel. Wir hatten vor 100 Jahren sehr viel mehr Leute beschäftigt im sekundären produktiven Produktionssektor und heute sind allermeisten Menschen in Europa und in Nordamerika im tertiären, im Dienstleistungssektor beschäftigt. Rasanter Wandel. Auch nicht sehr gute Bilder aus der Leitung, aber der Punkt sollte einigermaßen klar sein. Im Bildungswesen meiner Meinung nach sehr viel weniger. Wir haben einerseits diese massiven soziologischen Verschiebungen, technologischen Wandel. In der Schule blieb meiner Meinung nach sehr vieles sehr ähnlich, mindestens in der Organisationsstruktur. Man sieht zwar jetzt im unteren Bild Computer im Schulzimmer, aber im Grunde packen wir immer noch eine Gruppe Kinder in einem Raum mit einer Lehrperson und die hören die längste Zeit zu. Ja, vielleicht ein paar Beispiele. Also wir haben immer noch, also seit 100 Jahren ungefähr gleich, Klassenräume mit ungefähr 15 bis 20 Schülern und einer Lehrperson darin. Wir haben ungefähr diese 45-Minuten-Takt und manchmal weniger, manchmal mehr. Und mindestens seit dem Jahr Gymnasialstufe Fachlehrer, die eingeteilt sind gemäß der Fächereinteilung, die man im 19. Jahrhundert vorgenommen hat, in Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften und alle, die darunter fallen. Man macht immer noch Leistungsprüfungen mit standardisierten Tests. Der größte Teil des Unterrichts ist nach wie vor frontal und man schult die Kinder gemäß ihren Jahrgang. Interessant scheint mir dabei, dass parallel dazu unser Wissen oder unser Konzept in Humanwissenschaften sich radikal geändert haben. Denkt jetzt nur an die Psychologie. Wir hatten jetzt seit Anfang des 20. Jahrhunderts den Übergang von experimenteller Psychologie, den ersten experimentellen Psychologen, Psychoanalyse, was kann man noch, Behaviorismus, Kognitivismus, heute interdisziplinäre Ansätze. Unser Bild kurz von der menschlichen Psyche, der menschlichen Interaktion, hat sich radikal geändert. Im Bildungssystem verfahren wir so meine These immer noch relativ ähnlich. Hier noch ein paar Beispiele, was wir heute aus wissenschaftlicher Sicht wissen, was tatsächlich in der Schule nicht funktioniert. Oder einfach nur Ergebnisse zeigen. Sitzenbleiben zum Beispiel. Sitzenbleiben zeigt keinerlei positive Auswirkungen, nur negative. Es demotiviert die Schülerinnen und Schüler, die sitzen bleiben, und ihre Leistungen werden sogar über Zeit schlechter, wenn sie sitzen bleiben. Die frühe Trennung nach Leistungsklassen. Die Volksüberzeugung ist oft, dass wenn wir Klassen nach Leistung trennen, zum Beispiel in Real- und Sekundarschulen, zum Beispiel, wie das in der Schweiz kennen, dass die guten Schüler besser werden und auch die schlechten Schüler besser werden. Ergebnis momentan ist gerade umgekehrt. Die schlechten Schüler werden schlechter, die guten Schüler bleiben ungefähr gleich gut. Hat sich ebenfalls nicht in ganz funktional ausgestellt. Hausaufgaben. Hier haben wir in den meisten Fällen ein Nicht-Ergebnis. Es zeigt aber keine Vorteile, Hausaufgaben zu machen. Was aber interessant ist, je mehr der größte proportionale Anteil der Hausaufgaben zum Unterricht ist, desto stärker fällt der familiäre Hintergrund der Schülerinnen und Schüler ins Gebiet. Ebenfalls von Paarunterricht und Prüfungen, das weiß man aus der Pädagogik und der Psychologie, sind mitunter die schlechtesten Formen, irgendwie irgendetwas zu
vermitteln. Und es fällt mir jetzt auch, dass ich ja auch noch einen Frontalunterricht mache, hoffe ich irgendwie doch noch was da hängen bleibt. Die Frage ist jetzt auch, warum haben wir diese Diskrepanz zwischen einerseits Humanwissenschaften, wie sie sich entwickelt haben, und angewandte Humanwissenschaften, Beispiel der Schule, weil das machen wir dort. Eine klassische Erklärung der Soziologie ist, dass über Struktur Konservativismus erklären. Kurz klar. Außerdem ist auch schon, kennt ihr das kreative Leben? Sagt euch das was? Wer kennt das in der Vergangenheit? Das sind wieder große soziologische Ruder dieses Problems. Das ist dann das Layout, das kommt der GAZ, der Tastatur am Computer. Und das ganz interessante Geschichte, das hat sich eigentlich entwickelt aus technischen Gründen der Schreibmaschine. Als die ersten Schreibmaschinen aufkamen, hatte man oft das Problem, dass die Hämmer in der Schreibmaschine sie anfangen zu überlagern und das Schreiben unmöglich machen. Vor allem, wenn man Buchstaben eben häufig auch nacheinander kopiert. Also haben wir angefangen, bestimmte Buchstaben, die eben eng, die häufig auftauchen, in der englischen und deutschen Sprache relativ weit voneinander zu setzen auf der Schreibmaschinen-Tastatur. Bereits die zweite Generation von Schreibmaschinen hatte dieses Problem nicht mehr, also es wurde hinfällig. Trotzdem hielt man an diesem Layout fest, obwohl man wusste, dass man viel, viel bessere Layouts kreieren könnte, die um Längen effizienter werden. Höhere Anschlagsrate, weniger Fehler, insgesamt effizienter. Und wenn man das für die ganze Menschheit hinausrechnen würde, würde das unglaublich viel Zeit, Ärger und Geld sparen, wenn man ein effizienteres System anfangen würde. Das Problem nur, spieltheoretisch hat durch der Einzelne nie Anreiz, diesen ersten Effort zu machen. Das braucht eben den inneren und äußeren Druck, der uns veranlassen würde, ja, besser System zu werden. Alle hängen dann schon drin. Alle Leute müssen nochmals Tastatur schreiben lernen. Und häufig erklärt man auf eine Art und Weise, warum Gesellschaftsstrukturen oft sehr konservativ und träge sind, weil zum Beispiel in der Schule da schon die Lehrausbildung drin hängt, die Beamtenschaft, die Lehrer selber, die Schulverwaltung und so weiter. Wenn man da irgendetwas ändern müsste, dann müssen sich unglaublich viele Leute radikal anpassen und das wird sehr viel Effort. Ich glaube aber, das kann nicht der einzige Grund sein. Und um das vielleicht ein bisschen deutlich zu machen, muss ich ganz kurz auf die Geschichte der Schule zurückgreifen. Und da wir es im Fall der Schule zwar mit einem sehr konservativen System zu tun, aber gleichzeitig einem sehr jungen Phänomen. Über den größten Teil der Menschheitsgeschichte gab es so etwas wie allgemeine Schule, oder Schule für eine breite Bevölkerung, steht dann einfach nicht. Es gab bestimmte Unterrichtsformen, die für eine Machtelite gedacht waren, um sie zu distribuieren, zum Beispiel die griechischen Akademien, oder es gab Schulen für Funktionseliten, Schreiberschulen in Ägypten oder in China, vor allem bestimmte Fähigkeiten zu prüfen für die damalige Beamtenschaft. Auch so etwas wie allgemeine Bildung, generell der Begriff Bildung, wie wir in Deutschland kennen, gibt es vor dem 18. Jahrhundert nicht, gar nicht in der Schule. Die erste allgemeine Schule, wenn man sie denn so nennen will, finden wir 1532 im Herzogtum Pfalz-Zweibrücken an Kleinstadt. Also das kann man ruhig ignorieren. Die ersten größeren Staatsformen, die das einführen, sind Preußen 1717, dann eine sehr große Wahl später Frankreich 1882 und die Türkei 2012. Das ist kein Witz, die Türkei hat die allgemeine Schule 2012 eingeführt. Man kann es aber auch wieder relativieren. Es gibt nämlich viele Länder, die keine Schulpflicht kennen, aber eine Bildungspflicht. Zum Beispiel die USA oder Finnland. Dort haben die Menschen keine Pflicht, in die Schule zu gehen, sondern es kann auch private Institutionen sein oder Homeschooling in den USA, das dort stark am Massen. Interessant ist, gerade wenn man Preußen anschaut, dass die Einführung der Schulpflicht meistens aus Staatsressort passiert, nicht aus humanistischen Idealen aus dieser Zeit. Für den Staat bieten nämlich die Schule ein paar starke Vorteile. Zum einen kann man mal alle Individuen irgendwie erfassen. Also man weiß mal, wie viele junge Menschen gibt es in einem Dorf, wie alt sind die, wie groß sind, man hat sie oft auch ausgemessen. Das kann unter Umständen sehr hilfreich sein, wenn man später
berechnen will, wie viele, welchen Anteil der männlichen wehrfähigen Bevölkerung beim Kriegsfall mobilisieren. Das war tatsächlich ein Beweggrund im preußischen Staat. Vielleicht noch eine kurze Randbemerkung zu den humanistischen Idealen. In Deutschland gilt ja Wilhelm von Humboldt als dieser große Vater der historischen Gymnasiums- und Universitätswesen, hat die erste Universität in Berlin gegründet, die jetzt auch Humboldt-Universität heißt, bezeichnenderweise, ihm sind Statuen und Plätze als mögliche gewidmet. Und generell gilt, dass er das Ideal der humanistischen Bildung in den Staat getragen als Bildungsminister in Preußen, der kurz war. Aber es ist ein bisschen eine Ironie der Geschichte, dass nahezu nichts von Humboldt irgendwie übrig blieb in dieser Bildungsreform, die er angestellt hat. Hier ein paar Beispiele. Humboldt wollte, dass das Gymnasium und die Universität offen für alle Bevölkerungsschichten waren und dass sozusagen die Früchte der Aufklärung der Wissenschaft für alle zugänglich sein. Wurde nicht gemacht. Er wollte mehr Praxisbezug und gesellschaftliche Problemlösung weg. So wie fast alles andere auch auf Reform der Ausbildung. Was bezeichnungsweise übrig blieb, war vielleicht gerade die schlechteste Idee von Humboldt, nämlich dieser starke Fokus auf Latein und Altgriechisch am Gymnasium. Das ist noch übrig geblieben, sonst nichts. Das ist historisch auch nachvollziehbar, wenn man weiß, dass Humboldt als Bildungsminister dem preußischen Innenministerium unterstellt war. Das heißt, politisch hierarchisch gesehen stand Polizei, Zensur und in der Sicherheit über der Bildung klare Prioritäten setzen. Ebenfalls interessant ist, dass die Staaten in den meisten Fällen die Schulpflicht erst im 20. Jahrhundert durchsetzen konnten. Weil es gar nicht so einfach ist beim Staat. Stellt euch allein das logistische Problem vor, in jedem hinterletzten Dorf, irgendwo in Vorpommern, die Kinder in die Schule zu bringen. Wenn man dann noch bedenkt, dass natürlich damals die meisten Menschen in der Landwirtschaft tätig waren, heißt das, dass man zum Beispiel Kleinbauernfamilien Arbeitskräfte entzieht und diese in die Schule steckt. Und das muss man den Leuten erstmal erklären, dass Bildung einen Wert hat für ihre Kinder. Und das geschah in sehr vielen Fällen unter vorbehaltener Waffe, unter Polizei, Militärgewalt, gerade in Deutschland und Frankreich. Ab den 1920er Jahren haben wir zum Beispiel in Deutschland so das System, wie wir es ungefähr heute kennen, in der Gliederung und vor allem die Einführung der 45-Minuten-Taktung. Auch hier wiederum nicht aus pädagogischen Überlegungen heraus, sondern weil man der Ansicht war, man brauche mehr Gymnasiasten, weil man mehr junge Angestellte in der Ökonomie brauche und bessere und mehr Beamte für den Staat. Mit der 45-Minuten-Taktung konnte man die Schulzeit ein bisschen drücken, sodass die Leute mehr Zeit hatten, von weiter Distanz ans Gymnasium anzureisen. Deswegen diese Überlegung. Und ab den 70er, 68 ungefähr finden Versuche statt, in den meisten europäischen Ländern die sogenannte Bildungsreserve abzuschöpfen. Also ein ungeheurer Euphemismus, Bildungsreserve, man kann einfach den riesigen Teil der Bevölkerung, der keinen Zugang zu ihrer Bildung hat. Und Ökonomen der damaligen Zeit haben sich eine Überlegung gemacht, da muss noch sehr viel Warenkapital schlummern, sehr viele Schüler und was ich was, die man ausbilden könnte, also holen wir die doch irgendwie an die Uni. Was wir auch darlegen, ist die Öffnung von Universitäten für breite Massen. In gewissen Ländern schon ein bisschen früher. Was damals meiner Meinung nach fest erinnerungswert und festzuhalten ist, ist, dass eben gerade nicht Pädagogen, Lehrer, Psychologen und so weiter die Schulsysteme entworfen haben, sondern Politiker und Ökonomen, meistens aus staatstechnischen Überlegungen heraus und aus ökonomischen Erwägungen. Wenn wir jetzt das heute anschauen, haben wir ja immer so diese ganze Rhetorik davon, dass Bildung die wichtigste Ressource überhaupt ist. Wir haben das mehrmals schon in der Schweiz gehört, also wir haben keinen Rohstoff, unser Rohstoff ist Bildung. Und in Deutschland zum Beispiel hat Bundeskanzlerin Angela Merkel großartig von der Bildungsoffensive gesprochen. Gemeinhin verstehen wir ja unter einer Offensive die Konzentrierung militärischer Mittel an einem strategisch wichtigen Punkt. Und davon kann jetzt beileibe nicht die Rede sein. Auch die Bildungsrepublik Deutschland ist nichts anderes als geschickte politische Rhetorik. Wenn man das jetzt anschaut für 2012, gibt Deutschland lediglich 4,1% des Bildungshaushaltes für Bildung und Forschung aus. Im Vergleich 4,2% gehen für die Finanzverwaltung drauf und 10,4% für das Militär. Jedes Land hat seine Prioritäten.
In der Schweiz sind es 11,2%, das sind jetzt die aktuellsten Daten, die ich beim Bundesamt für Statistik gefunden habe. Der aktuelle Bildungsbericht spricht davon, dass sich das langsam 6% annähert. Wir haben also eine leicht steigende Tendenz. Zum Vergleich noch in den OECD-Staaten gibt Norwegen am meisten aus, ungefähr 9%, Japan am wenigsten 1,5%. 9% sind immer noch zu viel, aber mehr als doppelt so viel wie Deutschland. Das sind riesige Unterschiede innerhalb der entwickelten Länder. Genau, zum Analyse. Ich glaube eben, dass wir hier als soziologische Interessen am Werk haben, warum wir das nicht mehr groß kritisieren oder angehen, aber es sind auch ganz individuelle Teilweise. Und zwar glaube ich, dass wir einen riesigen, kolossalen Bias aufsitzen, wenn wir über Bildung nachdenken. Und zwar, dass eben genau diejenigen, die am ehesten das System verändern, kritisieren, updaten könnten, gerade am wenigsten sich dafür interessieren, eben dies zu tun. Aber es ist einfach nicht sehr, es bringt einfach sehr viel Anerkennung in der Gesellschaft und Wer sich heute exponiert als Bildungskritiker, hat sofort eine Reihe Wissenschaftler, Lehrergewerkschaften, Beamten, den Staat, politische Parteien von SAP bis SP am Hals. Sehr schwierig dort irgendwie sich zu positionieren. Vielleicht grundlegender noch ist aber das Problem, dass wir ja selber, wenn wir darüber nachdenken, uns zu den Gewinnern zählen können. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind jetzt alle mit der Uni hier, nicht weniger als hier. Aber wir haben es immerhin so weit geschafft, oder? Und daher glaube ich, dass wir eher blind sind für die Probleme, die das Bildungssystem umgeben. Wir müssen uns entweder nicht mehr darum kümmern, wie die Primarschulbildung verläuft oder die Gymnasialbildung. Wir haben mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit Kinder, Akademikerinnen und Akademiker und sehr wenige Kinder. Und wenn wir Kinder haben, dann können wir aufgrund einer Reihe von ökonomischen, sozialen, genetischen Faktoren und so weiter davon ausgehen, dass sie ebenfalls zu den Gewinnern gehören. Bildungserfolg vererbt sie in gewisser Weise dazu später. Deswegen haben wir den sogenannten Survivorship oder Sampling Bias. Wir umgeben uns einfach nicht mit der Anzahl von Menschen, die tatsächlich durch das Schulsystem müssen. Am schlimmsten vielleicht zum Heiligen-Universitäten, der nur am Princeton irgendwie zugegen ist, wird natürlich verzerrt das Bild der sozialen Realität haben. Wir arbeiten hier an der Uni-Maße. Und das Ganze kommt natürlich aus einem riesigen Status quo, weil es irgendwie schon einigermaßen gut ist, wie es momentan läuft. Und hier müssen wir fundamental kreativ sein, mein zumindest, Kent Robinson. Wir müssen innovativ sein, das heißt, dass wir das Ganze mal neu aufbauen müssen und völlig neu denken. Das ist schwierig, das ist mir zum Beispiel sehr schwierig gefallen, als ich dann Alternativen gesucht und geprüft habe. Das ist sehr schwierig, das ist gerade in einem zweiten Schritt. Um das so ein bisschen anzufangen, habe ich jetzt eine Reihe von Thesen, ungefähr 4, 5. Die kurz mit der Tour gehen möchte, um zu zeigen, wo vielleicht die Baustellen sind. These 1, auf Lehrer kommt es an. Für diese These habe ich das Beispiel von Safo Luca gewählt. Der war der Gegenstand und Teilnehmer eines der interessantesten pädagogischen Experimente unserer Zeit, ich glaube, an der Lehrerschule in Norwegen, in Schweden, in Malmö, das sogenannte Problemschule. Das heißt, die Kinder kommen zumeist aus Familien mit tiefem sozioökonomischen Status, sehr viele Ausländer, sehr schlechte Ergebnisse in den Orientierungstests, der schwedische Staat jährlich durchführt. Was hat man jetzt dort gemacht? Man hat ein radikales Experiment gemacht, in dem man alle Lehrpersonen ausgelistet hat, einer Klasse, in dieser Landsgruppe, die im nationalen Durchschnitt die allerschlechteste war. Also man hat die schlechteste Klasse in Schweden und man versucht die besten Lehrer von Schweden in diese Klasse zu schicken und zu schauen, was passiert. Das Ganze wurde dann dankbarerweise noch dokumentiert vom schwedischen Staatsfernsehen, die eine Doku darüber gedreht haben. Das war in Schweden ein riesen Straßenfeld, 1,2 Millionen Zuschauer, wo Freitagabend, das war wöchentlich. Für Schweden ist das sehr, sehr viel. Und die Ergebnisse waren wirklich wahnsinnig, das kann ich sagen. Die Klasse wurde in weniger als einem halben Jahr, 5 Monate, von der schlechtesten Klasse Schwedens zu einer der besten. Im Falle von Mathematik, das ist das Fach von Safo Luca,
er ist Mathematiklehrer, und ursprünglich aus Zypern. Er hat die Klasse von der schlechtesten Klasse Mathematik zur besten Klasse Mathematik in 5 Monaten gebracht. Natürlich haben wir hier jetzt auch methodische Probleme, wie man Kameras zugeben, das ändert vielleicht ein paar Settings und so. Aber wenn das stimmt, dann unterschätzen wir vielleicht immer massiv die Rolle der Lehrperson auf den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler. Und es ist tatsächlich so, dass fast jede Studie, die Faktoren analysiert, was zum Bildungserfolg beiträgt, sagt, dass Lehrpersonen der stärkste Faktor mit Abstand sind. Viel stärker als die Klassengröße. Ich dachte immer, Klassengröße spielt eine große Rolle, tut es aber nicht. Zwischen der Klassengröße von 15 und 35 ändert sich nicht sehr viel. Also Klassen, die größer sind als 35, zeigen schwächere Leistungen. Klassen mit weniger als 12 Personen sehr viel bessere, aber dazwischen passiert sehr wenig. Geld spielt einfach keine sehr große Rolle. Wie viel Geld pro Schüler ausgegeben wird, ist per se kein starker Indikator. Woraus auch ankommt, ist offenbar die Qualität der Lehrpersonen. Das ist auf gewisse Art und Weise eine gute Nachricht, aber ich glaube eine schlechte, weil jede schlechte Lehrperson dann ebenfalls einen sehr schlechten Einfluss innerhalb des Bildungssystems verüben kann. Die Frage ist aber, warum, also mir scheint es nicht so, warum tun wir dann in der Öffentlichkeit immer so, als ob zwischen verschiedenen Lehrpersonen qualitativ kein großer Unterschied besteht. Der Pädagogik-Cluster der Universität Passau hat das versucht mal ein bisschen zu quantifizieren und sind dafür ein paar Zahlen gestoßen. Und zwar glauben sie, dass zwischen guten und schlechten Lehrpersonen im Schnitt 2 Jahre Lehrstoff liegen. Das ist relativ viel, wenn so die gesamte Schullaufbahn sich vor Augen führt. Und wir können das mit eigener Erfahrung auch mit unseren Lehrpersonen relativ schnell nachvollziehen. Also wir haben ja Adi, Steffi, Michael, Möckner, wer hat erinnert in der Physik, während des Gymnasiums, wir hatten ja zuerst, ich weiß nicht mehr wie er hieß, so einen Typen von der ETH, der irgendwie versucht hat zu schauen, ob der Lehrberuf ihm liegt und es ungefähr 1,5 Jahre unterrichtet hat. Ist dann weggegangen und das wurde ersetzt durch Jan Mauchle, der aussah wie ein Buchhalter, nicht unbedingt der interessanteste Mensch auf dem Weg, der sich dann aber meines Erachtens als Spitzenpädagoge entpuppt hat. Das erste, was er gemacht hat, ist uns ein ETH-Vorbereitungsbericht auf den Tisch zu knallen und zu sagen, wir sollen über die Sommerferien den ersten Drittel durcharbeiten, um die Lücke zu schließen. Aber nachdem wir das ungefähr mal gemacht hatten, haben wir sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr viel gelernt. Und es ging so weit, dass ich sogar bei der schlechten Mathe in Physik Dinge kapiert habe, die ich vorher in Mathe nicht verstanden habe, weil das auch ein guter Lehrer war. Und hier können Sie sich auch selber Beispiele, was Walter Bild zu danken hat. Was mir ebenfalls unverständlich scheint, ist, dass mindestens in Deutschland die Tendenz herrscht, dass man dann gerade die schlechteren Lehrpersonen in die tieferen Schulstufen ausgliedert. Also in die Hauptschulen, Realschulen und in unserer Fachgymnasien. Das ist ein absoluter Blödsinn. Gerade die anspruchsvollsten pädagogischen Aufgaben findet man mit kleinen Kindern und mit sogenannten Problemschülern, wie dieses Wort also sehr verwenden. Aber die bestbezahlten Lehrer, meist auch bestqualifizierten Lehrer, findet man an Privatschulen und an Gymnasien. Und das ist ein absurd, weil dort einfach gerade die pädagogische Anforderung am geringsten ist. Das war das erste. These 2. Schulen sind ineffizient und zwar gemessen an ihren eigenen Standards. Und ich habe jetzt mal einen Blick geworfen in Lehrpläne verschiedener Schweizer Gymnasien. Das stammt jetzt aus dem Erziehungsdirektorium des Kantons Bern. Und das Bild ist ungefähr überall das gleiche. Natürlich haben wir eine sehr föderale Bildungsstruktur, aber fast würde man da um 2 Elemente sehr unten auf. Wenn man die Lehrpläne anschaut, die Förderung und Vermittlung von Allgemeinwissen und dass man die Schüler vorbereitet auf eine verantwortungsvolle Rolle in der Gesellschaft, wo sie helfen können, die relevanten wissenschaftlichen, politischen und so weiter Probleme anzugehen. Und dazu hat die OECD, glaube ich, 2010 eine sehr interessante Studie gemacht, in dem sie ungefähr 100 Fragen genommen haben, die an deutschen Gymnasien meistens so in den letzten und 2 letzten Jahren aufkommen. Ich habe jetzt hier mal eine Meinung davon ausgewählt, von der ich fast 100% sicher bin, dass wir sie, zumindest in meiner Zeit, am Gymnasium hatten. Da haben wir zum Beispiel, wovon handelt das Ohmsche Gesetz? Was ist die goldene Bulle? Könnten Sie den Höhensatz in der Mathematik anwenden? Was misst man in Newton? Kann man Präpositionen schreiben? Was ist Molmasse? Worin bestand der Schiefplan? Was sind Achäen?
wie heißt die Hauptstadt von Papua-Neuguinea, wie konvergiert auch das französische Verb couvrir, was versteht man unter der Gretchenfrage und wie unterscheidet sich Langlose von Mitlose. Frage in die Runde. Fühlt sich jemand befähigt, all diese Fragen jetzt beantworten zu können? Oder tendenziell? Es gäbe eine Flasche Rotwein. Okay, wie viel schätzt ihr, vielleicht dreimal, wie viel schätzt ihr, dass die Befragten 10 Jahre nach ihrem Abitur von diesen Fragen im Schnitt noch beantworten konnten? Auf dreimal. Keine. Drei. Prozent, ich meine Prozent. Ach so. Ja, 10. 10%? Nee, stimmt. Okay. 15. 15? Also am ersten Mal hier, das war über 1% im Schnitt. 1% dieser Gymnasialprüfungsfragen müssen die Leute noch nach 10 Jahren. Und an dieser Stelle müssen wir so fragen, warum tun wir das eigentlich? Also wir im Schnitt verbringen wir in das Schulsystem ungefähr 10.000 Stunden, bis wir eine Matura oder ein Abitur im Sack haben. Und einen Großteil dieser Zeit verbringen wir gerade genau solche Fragen beantworten zu lernen oder sie nicht das Faktum mal erzählt zu bekommen. Und ist das denn nicht in gewisser Weise, also eine Frage, eine kolossale Zeitverschwendung? Genau, was zum Offenbar bleibt, sehr, sehr wenig hängen. Die zweite Frage, die wichtiger ist aber, warum mühen wir uns überhaupt an, genau diese Art von Fragen zu beantworten? Warum sind die uns so wichtig? Sind sie intrinsisch wertvoll? Oder sind sie von praktischem Nutzen? Wenn sie von praktischem Nutzen sind, dann welcher Nutzen? Ist das ein politischer Nutzen, ein ökonomischer Nutzen, ein ethischer Nutzen? Die Schülerfrage, was bringt mir das, die uns meistens im Verlauf der Schule ausgeprägt wurde, ist einmal sehr relevant, die sehr selten gestellt wird. Und ich glaube, wir müssen wirklich anfangen, darüber nachzudenken, was wir überhaupt in der Schule wollen und wie wir das praktisch am geschicktesten erreichen. Weil es kostet dann sehr viel Zeit und Geld. In dieser Zeit hätten wir auch Computerspiele spielen können oder Fußball oder ein Instrument lernen, was alle Dinge, die mehr Spaß machen, uns im Leben mehr bringen. Wer kann mir das noch ein bisschen gestärkt bedeuten? Zum Beispiel das Fach Mathematik. In Deutschland ist es so, dass fast 60% des Nachhilfeunterrichts das Fach Mathematik betreffen. Das sollte uns schon ein bisschen sagen, dass hier irgendwie was nicht stimmt. Also wenn 60% des Nachhilfeunterrichts nur ein Fach betrifft, scheint irgendwie was falsch zu laufen. Und tatsächlich zeigen die meisten pädagogischen Studien, dass wir ab dem 6., 7., 8. Schuljahr in der Regel eine derart heterogene Leistungsverteilung in Schulklassen der Mathematik haben, dass es einfach keinerlei Sinn mehr macht, das frontal zu unterrichten. Das ist einfach ineffizient, kurz mal einfach. Was passiert? Wir haben dann positive und negative Feedback-Loops. Das heißt, die guten Schüler werden stattdessen, also gefördert werden, und die schlechten werden schlechter. Richard David Brecht formuliert das ein wenig anders, das heißt, grundsätzlich diese Form ein sinnloses Fach, weil die guten Schüler unterfordert werden und der Rest wird abgehängt. Während der Frontalunterricht für den Durchschnitt passiert, der für das zweite Schüler besteht oder so, dann in der Klasse zu finden ist, weil das natürlich ein Klassendurchschnitt ist und keine konkrete Person. Also warum unterrichten wir das frontal und warum überhaupt diese Form von Mathematik? Weil wir sie tatsächlich, wir schätzen uns, wenn wir Ingenieure oder Physiker sind, eigentlich nicht mehr brauchen. Diese Art. Also wir bräuchten vielleicht mehr Stochastik, Statistik, Wahrscheinlichkeitstheorie, kurz nach Möglichkeiten, die man mathematisch stark interpretiert, kritisiert und in sein Weltbild einbaut oder es braucht, gebraucht, um bestimmte Sachen zu zeigen oder zu unternehmen. Das ist die Art von Mathematik, die wir später als Wissenschaftler, als Politiker, als Journalist, als Lehrer etc. brauchen und nicht in die Integralrechnung oder sowas. Wenn wir das jetzt ganz ökonomisch anschauen, ich bin kein Verfechter dieser ökonomischen Perspektive, aber was wir schauen, können wir uns tatsächlich fragen, ob wir uns tatsächlich auf ein Arbeitsleben vorbereiten, wie das auch in vielen Ländern entsteht, Befähigung für höhere Berufe oder selbstständige Dankberufe und so weiter. Was für eine Ökonomie bereiten wir uns da vor? Meine These ist eine, die es so gar nie geben wird, weil wir nicht wissen, wie das aussieht. Wir wissen ja nicht einmal, wie die Ökonomie in 5 Wochen aussieht, geschweige denn in 10 Jahren oder 40, 50 Jahren, wie es dann für die armen Kinder sein wird, die jetzt ungefähr eingeschult werden in den ersten
Ja. Und mir scheint, da steckt auch noch eine interessante Paradoxie der neoliberalen Bildungsvorstellung drin, die wir so in den letzten 20 Jahren gesehen haben, und zwar die ständige Aufforderung seitens der Wirtschaft, dass wir gezielt Fachkräfte ausbilden müssen, obwohl es in Partner war geklappt. Wir hatten in den 90ern eine Ingenieurstelle, jetzt haben wir zu wenig Ingenieure. Wir hatten kurz darauf eine Informatikstelle, jetzt haben wir zu wenig Informatiker. Offenbar scheint es so zu sein, dass wir da immer am Markt vorbei produzieren. Und eben die Paradoxie liegt darin, dass das neoliberale Paradigma zwar einerseits sagt, der Staat solle normativ nicht in die Wirtschaft eingreifen oder empirisch könne das einfach nicht sinnvoll, gleichzeitig auch verlangt, dass der Staat über Bildung die Arbeitskräfte reguliert. Wie soll das wirklich aufgehen? These 3. Noten sind absoluter Blödsinn. Und das sage ich jetzt als ehemaliger glühender Verfechter von Noten. Allerdings habe ich das immer aus der Lehrerperspektive gedacht, weil es mir als Tutor zum Beispiel immer hilfreicher schien, Noten geben zu dürfen. Ich hatte den Fall, dass ich ja viel zu viel Noten geben musste, in Soziologie zum Beispiel nicht. Als Tutor habe ich das zum Beispiel gezwungen, in der Philosophie mir zu überlegen, wie begründe ich bestimmte Noten. Das heißt, ich musste mir überlegen, nach welchen Kriterien ich dann versucht habe, mir aufzuschreiben, nach welchen Kriterien bewerte ich ein Essay. Was ich dann habe und was bewerbe ich als gut, die Unterschiede und so weiter. Aber wir müssen das vielleicht viel stärker von der Schüler- und Schülerinnenseite her mal anschauen. Und was die Forschung zeigt, ist, dass die Noten furchtbar schlecht sind, wenn wir selbstbewusste, eigenmotivierte, clevere junge Menschen in die Welt entlassen wollen. Noten zerstören nämlich jede Form von intrinsischer Motivation, indem sie eine externe Qualifikation schaffen. Wer mal eine Vorlesung in Entwicklungspsychologie besucht hat, stieß sicher mal auf die Forschung von Wilbur Green Nisbet, die das zum Beispiel mit Kindern ausprobiert haben, die Bilder gemalt haben, denen entweder keine Belohnung gegeben haben, eine unregelmäßige Belohnung oder jedes Mal, wenn sie ein Bild fertig machen, eine garantierte Belohnung. Und am besten waren die Kinder ohne Belohnung überhaupt. Die haben am häufigsten, am schnellsten und am kreativsten gemalt. Und das kann man in ganz ähnlichen Settings immer wieder reproduzieren. Interessant ist auch, dass wir in der Verhaltensökonomie ganz ähnliche Effekte mit Geldbelohnungen sehen. Jetzt zum Dümmsten, was wir wahrscheinlich machen können, ist Leistungsträger in Politik oder Wirtschaft leistungsabhängige Geldbeträge zu geben, Boni zum Beispiel. Weil das mindestens in kognitiv anspruchsvollen kreativen Tätigkeiten eher das Ergebnis zeigt, dass die Leute ein Tool kriegen, unkreativ werden und schlechter in Performance, als wenn man sie einfach für einen Fixlohn arbeiten lässt und das ihrer Eigenmotivation. Also warum wir uns auf diese Form der Quantifizierung von Schülerleistung fixiert haben, ist mir auch nicht ganz klar. Zweitens, demotivieren Noten in starkem Maße auf die schlechteren Schüler. Versucht euch jetzt mal hineinzusetzen, der kurz an schlechte Noten kriegt, oder vielleicht hat ihr, wie ich in der Mathematik, ein Fach, in dem er wirklich, wirklich sehr schlecht war. Die schlechte Note hat keine Einfluss auf die Ergebnisse in meinem Fall zum Beispiel gezeigt. Ich wurde dadurch eher noch stärker demotiviert und habe es überhaupt gar nicht mehr angeschaut und mich damit einer oder anderen zufrieden gegeben. Andersherum sind gute Noten zwar schön, wenn man sie kriegt, aber der Effekt hält sich ja kurz an. Da könnt ihr auch mal überlegen, wie das in eurem Fan war. Ein Sechser ist zwar schön, aber je nach ein paar Stunden werbt die Freude in den meisten Fällen auch nicht. Also, hat das insgesamt eher negative als positive Effekte. Und zuletzt, was wollen wir mit Noten überhaupt messen? Wir messen mit Noten in den meisten Fällen im Grunde nur das Verhältnis von Schülern im Vergleich zur Klasse, also zum Klassendurchschnitt. Und warum ist es uns überhaupt so wichtig, genau diesen Messwert zu haben? Warum ist es uns nicht wichtiger, die Fortschritte der Schüler irgendwie zu quantifizieren? Und warum quantifizieren wir hier überhaupt in dieser Form? These 4. Schulen reproduzieren soziale Verhältnisse. Ursprünglich wollte ich mal hier mit Bourdieu auf etwas hinweg, googelt den oder fragt Version, das da kennt sich gar nicht aus. Aber man kann jetzt mal einen Blick in die internationale Bildungsstatistik werfen. Und hier zum Beispiel jetzt für die Schweiz die Aufteilung der Eltern nach ihrer Bildung nach den jeweiligen Fächern. Das sieht man zum Beispiel in der Medizin und Pharmazeutik haben fast 60% der Studierende bereits mindestens ein Elternteil, das über einen Hochschulabschluss verfügt. Und das bessert sich dann in anderen Wissenschaften aus, aber im Schnitt ungefähr 50%. Die Hälfte hat schon irgendwie einen Bezug zur Uni.
was man jetzt hier noch einrechnen muss, was man häufig vergisst, ist auch immer schlimmer als es erscheint, ist die sogenannte Bildungsinflation. Wir hatten in den letzten 40, 50 Jahren einen enormen Anstieg von Universitäts- und Hochschulabschlüssen, das heißt der einzelne Universitätsabschluss ist gesellschaftlich weniger wert als früher. Um vielleicht ein Beispiel zu geben, können wir einen Beruf nehmen, Pilot zum Beispiel. Piloten sind heute eine gewisse Anerkennung immer noch, weil sie Hightech bedienen und einen anspruchsvollen Beruf ausüben. Etwa den gleichen Status hatten um 1900 herum Tramchauffeur. Das ist etwas sehr gewählt. Damals gab es kein Flugzeug, das Tram war Hightech für die anderen Leute. Das war ein Spitzenberuf, auf den sich sehr viele junge Männer gefreut haben. Heute sieht das völlig anders aus. Das heißt, wir müssen immer, dürfen nie vergessen, dass heute der BWL-Absolvent ungefähr den ähnlichen Status hat, wie jemand vor 30 Jahren mit KFA und Weiterbildung. Das muss man nicht einfügen, aber das ist nur als erster Blick. Das hat allein jetzt eine Initiative aus. Aber wir können dann mal schauen, wie sich das mit Normalverfahren verhält und was wir dann vergleichen können. Also gehen wir mal davon aus, das muss ich jetzt sagen, gehen wir davon aus, dass die meisten Talente und Intelligenz als abstrakte Fähigkeit hier einigermaßen normal verteilt wird. Vielleicht gibt es eine Power-Law-Verteilung, keine andere Richtung, aber das wissen wir jetzt auch gar nicht. Und warum, das müssen wir dann erklären, schaffen es dann überproportional viele Kinder als Oberschicht ans Gymnasium und an die Uni. Und um diese Frage zu beantworten, können wir mal versuchen, verschiedene Faktoren zu identifizieren. Das Erste, was wir machen können, ist zum Beispiel vergleichen, wie schaut es in anderen Ländern aus. Und dann stellen wir fest, dass an Schulen, auf Universitäten, zum Beispiel Indien oder den USA oder China, die Sozialdurchmischung besser ist als in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Und das ist das Faktum. Also kommen das unterschiedliche sozialen Schichten. Was wir ebenfalls sehen können, ist, dass je früher, dass wir ein bestimmtes Schulsystem selektionieren, also je früher, dass wir eine gymnasiale Laufbahn oder eine Realschullaufbahn einteilen, desto eher fällt davon der Hintergrund ins Gewicht. Je später das Gesetz zu nehmen, beispielsweise Finnland, die selektioniert sehr spät, desto weniger fällt ins Gewicht. Das zeigt, dass wir irgendwo in der Selektion was falsch läuft. Jedenfalls interessant, je mehr Kinder, je mehr Zeit in einer Schule verbringen, desto stärker gleichen sie sich in der Regel in ihrer Leistung an. Das wird dann von vielen als der Begriff einer Ganztagesschule oder einer müde Schulzeit begriffen. Was hier abläuft, ist soziologisch betrachtet im Grunde so eine Vermischung aus Magic Effect und Self-Fulfilling Prophecy, um sie schöne Anglizismen zu verwenden, nach dem großartigen Mikrosoziologen Donald K. Burton. Magic Effect sagt im Grunde nichts anderes als das ganz kleine Vorteile, die man zum Beispiel am Anfang einer Laufbahn hat, einer Schule oder einer Beruf oder so, sie zu enormen Vorteilen aufproduzieren können über Zeit. Das spielt unter anderem auf das Matthäus-Evangelium, das ist Matthäus-Effekt, weil dort die berühmte Passage ist, dem da hat es etwas gegeben. Und diesen Effekt lässt sich soziologisch in ganz, ganz vielen Bereichen der Wissenschaft, aber auch in der Schule beobachten. Dass zum Beispiel Kinder, die ein bildungsnahes Elternhaus haben, früher in der Kunst argumentieren, in Berührung kommen, bessere Sprachentwicklung zeigen, dadurch mehr Gelegenheit bekommen, sich auszudrücken, neugierig werden, dann wiederum besser werden und so weiter. Am Schluss haben wir nach ein paar Jahren schon relativ große Leistungsunterschiede, weil teilweise genau gleich im IQ zum Beispiel. Zeigt einfach, dass IQ in bestimmten Fällen wahnsinnig schlecht war, wenn die krank ist. Die Self-Fulfilling Prophecy geht ein bisschen in andere Richtung, die hängt eher von der Wahrnehmung ab. Das hat Mörling zuerst einmal in der Wissenschaft untersucht, und zwar versucht zu zeigen, dass bestimmte Wissenschaftler öfter zitiert werden, als sie verdient haben, dann andere kaum zitiert. Self-Fulfilling Prophecy wurde genau, das wurde mit Schulklassen versucht. Dort hat man zum Beispiel zwei Klassen gebildet aus zufälligen Schülern. Wir haben einfach aus Schulen ausgewählt und dort reingesetzt. Hat den Lehrern aber gesagt, dass die eine Klasse eine Durchschnittsklasse sei und dass die andere Klasse aus lauter Hochbegabten besteht. Das Ergebnis war nicht nur, dass die Hochbegabtenklasse von Anfang an bessere Noten hatte, sondern dass sie auch mit der Zeit besser wurden, weil sie mehr gefördert wurden, schwierige Aufgaben zu bewältigen hatten und generell mehr Lehrerleistung erfahren. Insgesamt ist das so meines Erachtens eine Unterart des Thomas-Theorems, also des Theorems, also die If man defines situation as real, they are real in the consequences.
Das heißt, wenn wir Schüler welche Voraussetzungen und mit Labels wie gut, mittel, unterdurchschnittlich versehen, hat das nicht nur eine gewisse Objektivität, die wir damit ausdrücken wollen, sondern eben sie schafft diese Objektivität erst dadurch, dass wir sie überhaupt formulieren. Es hat wiederum Einfluss auf die Wahrnehmung von uns, wir kennen das aus Confirmation Bias in anderen psychischen Verzerrungen. Jetzt nochmals in diese ökonomische Schiene, weil ich dort auf den Sendesatz von Pferd gestoßen bin, können wir vielleicht schon die These wagen, dass wir, wenn wir ein stark selektives Schulsystem hatten, dazu gehört im Vergleich Deutschland und Schweiz ebenfalls dazu, dass wir unglaublich viel kreatives und intellektuelles Kapital verlieren. Es einfach auf der Strecke bleibt, weil es zu früh rausgenommen wird, demotiviert wird und nichts mehr mit Bildung und Mut haben wird. Ernst Fehr hat im Forum Bildung Schweiz, das 2010 in der Schweizer Börse stattfand, bezeichnenderweise, die Behauptung aufgestellt, dass wenn es gelänge, dass wir die 13% der Schüler, die ungenügend abgeschnitten haben in der PISA-Studie, wenn wir die über diese Schwelle brächten, dass wir in den nächsten 80 Jahren einen Gewinn von ungefähr 1000 Milliarden Franken hätten, alleine die Schweiz, weil die da nicht Sozialhilfe zu lassen oder was auch immer. Und hat dann ebenfalls gesagt, dass solche Investitionen aus staatlicher Sicht zumindest lukrativer sein könnten als irgendwelche Investitionen im Kapitalmarkt, dass dort sehr viel Geld gibt. Das ist jetzt allerdings mit Vorsicht zu genießen, weil er beruht sich da auf eine Studie, die eigentlich in der Jacobs Foundation einsehbar sein sollte, aber es gab nicht auf dem Server und sie reagieren nicht auf E-Mails. Aber vielleicht ist es ein gutes Indiz, was dort überhaupt an ökonomischen Potenzial alleine, also als Indikator wichtig, dass es ist, noch zu holen ist. Dementsprechend meine ich zwei Unterthesen hierzu. A, wir demotivieren einen Großteil der Bevölkerung. Die werden sich nachher nicht mehr mit Wissenschaft, Politik, Kunst und so weiter, Philosophie auseinandersetzen, weil sie das als negativ erfahren haben, weil es ihnen beigebracht wurde, dass sie es eh nicht können und haben ihnen dann auch noch einen Minderheitenkomplex mitgegeben. Schaut mal in euer Umfeld, ich glaube, ihr immer wieder beobachten zu können, das ist immer ein persönlicher Beobachter sein. Gleichzeitig, das ist fast schlimmer, glaube ich, dass wir durch diese sogenannte Scheinobjektivität des Schulsystems eben so eine legitimierte Oberschicht schaffen, denen es an ganz, ganz wichtigen Fähigkeiten fehlt, Assoziationsvermögen, ein Gespür für Ethik, Rationalität, ein gewisses Grundmitgefühl, Solidarität mit anderen Menschen, mit Lebewesen, Wissen um Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie, Bates, um es dann zu nennen, und dass das auch noch dazu führt, weil sie sich eben legitimiert für das System, dass sie sich grob überschätzen. Und das führt dann zu sogenannten VDEs. Noch kurz, ich dachte, ich hätte es aus Nudge, dem Buch, ich konnte es nicht mehr bestätigen, sondern es ist eine Meinung von vorgestern. VDEs steht für Well-Intentioned, Badly-Informed, High-Status Idiots. Betonung auf Idiots. Well-Intentioned, so gut von der Sache, dass die meisten Menschen es gut meinen in dieser Welt, dass sie aber eben falsche Informationsgrundlage halten. Und dass sie ihren hohen Status der Gesellschaft für völlig falsche Dinge nutzen, an Technologien, anstatt sich für irgendwas Relevantes in dieser Welt einzusetzen. Vielleicht auch noch so eine bestimmte Form von Kritik vorwegzunehmen, bevor wir dann zu potenziellen Lösungsvorschlägen übergehen. Das häufigste Argument, das ich gehört habe, das gab es auch in der Runde, ist die Aussage, ja, so schlecht ist der Schulsystem auch wieder nicht. Also das ist gar nicht so schlecht, das war Luther zum Beispiel. So reagiert, hängt vielleicht damit zusammen, dass die Lehrerin ist. Mit dem Stake im ganzen Ding, ganzen System. Wenn so eine Antwort fällt, keine Ahnung, wenn wir solche Antworten angebracht werden, können wir uns auch vielleicht fragen, haben wir denn nicht vielleicht radikal zu tiefe Ansprüche an das Bildungssystem? Also stell dir vor, wir hätten jetzt in der Universität gewesen, die Brücke hält momentan, lassen wir es so, oder in der Medizin, stell dir vor, Sport, da würden wir Fußball ganz auslassen, wenn das nicht qualifizieren würde, in der Ökonomie, Wissenschaft, würde dort so ein gar nicht so schlecht gut genug aus irgendwie dort machen wir monumentale Anstrengungen, um alle möglichen Wissenschaften, Erkenntnisse, neue Daten irgendwie in das System einzubringen. In der Bildung irgendwie scheint das nicht der Fall zu sein. Oder wir können es umgekehrt denken, ob wir dem Bildungssystem sogar radikal viel mehr Priorität zusprechen sollen als anderen
sozialen Systemen, weil es eines der wenigen wirklich integrativen sozialen Systeme ist. Also jeder von uns kann sich bei einem politischen System teilzuhaben. Wir müssen uns für Kunst interessieren, wir können Wissenschaft integrieren, wir können auch nicht in der Wirtschaft partizipieren, wir können stark angestellt sein, arbeitslos, wir haben gewohnt arbeitslos, aber fast alle von uns müssen durch das Bildungssystem. Also wenn wir irgendwo einen Hebel haben, um unsere Gesellschaft irgendwie die Zukunft zu verändern, dann auch dort und irgendwo anders in erster Priorität. Genau, bei Google Campus ist Freiburg, also wenn Google sich wirklich so Anstellung macht, für ihre Mitarbeiter eine möglichst kreative und stimulierende Umgebung zu schaffen, machen wir das für unsere Kinder. Wenn wir immer sagen, Kinder sind das Wichtigste auf der Welt, wir verhalten uns nicht so. Also sollte die Schule sein, ein riesiger, recht cooler Google Campus mit Rutschen, Ping-Pong, Playstation und so weiter. Ja, ein paar Dinge, die meines Erachtens überhaupt nicht funktionieren, die wir gar nicht in Betracht ziehen müssen. Das ist mehr Wettbewerb zwischen Schülern. Das hat zum Beispiel die FDP in Deutschland konstant gefordert. Ja, mehr Druck und mehr Wettbewerb zwischen den Schülern innerhalb der Schulen. Zum Glück sind wir jetzt von der Regierung weg. Aber es löst überhaupt keines der zentralen Probleme, weil wir damit nur die Schwelle derjenigen, die zu den Bildern gehören, verschieben und das eigentlich noch mehr Verlierer produzieren. Ob das dann die Leute motiviert sind, für Wissenschaft und Ethik zu interessieren, weiß ich nicht. Höhere Lehrerlöhne sind zwar an sich schlecht, das kann unter Umständen dazu führen, dass der Status von Lehrern, die auch immer sehr wichtig sind, mit erhöht, aber sie zeigen fast keine Wirkung. Also wir haben zum Beispiel in der Schweiz und in Deutschland eines der bestbezahlten Lehrpersonals der Welt und gleichzeitig nach Finnland eines der mittelmäßigsten zur gleichen Zeit. Finnland zum Beispiel zahlt den Lehrern sehr, sehr, sehr viel weniger und hat aber ein ganz, ganz anderes Selbstverständnis der Lehrpersonen dazu später müssen. Was ebenfalls nicht bringt, sind die ständigen Oberflächen. Lehrplanreform wird uns im Grunde so, als ob wir auf der Titanic stehen und uns die Deckstühle verschieben, aber das Schiff wird sozusagen gesamtheit an die Hand gehen. Und dann streiten wir über Harmos, das hat ganz viel verändert und alle Parteien fahren auf und haben am Schluss das Gefühl, jetzt ist es gelöst. Das ist sogar schlimmer als eine Garantie, meines Erachtens. Also auch das nicht, und vor allem auch eine Unüberlegtheit, und zwar ist Geld immer gut, man kann das damit machen, aber nur in neue Klima und Schulräumlichkeiten stecken, bringt ebenfalls genau gar nichts. Also was nun? Für den ersten Vorschlag möchte ich mich auf den großartigen Philosophen Lucius Fabiola beziehen. Der irgendwann mal uns zwar gesagt hat, die Welt stellt sich dann ja auch nicht als einheitsfrei, als Einheit dar. Und in der Fragestellung, warum schaffen wir diese blöden Fächer nicht endlich ab? Also im Grunde genommen haben wir seit 150 Jahren dieses Erbe des 19. Jahrhunderts mit, diese Trennung Natur, Sozial- und Geisteswissenschaften, und dann Physik, Biologie, Soziologie, Ökonomie, Psychologie, das kann immer weitergehen. Und gleichzeitig erleben wir bei Uni, dass wir diese einfach fahren lassen, also zusammenbürsten und sagen, ja, wir haben Forschung, das muss aus Biologie, Philosophie, Psychologie entstehen, bestehen, auch Ökonomie kann sich nicht nur Verhaltensforschung haben, Psychologie und so weiter. Also alle Probleme, die wir momentan wissenschaftlich versuchen zu lösen, lösen wir von ihrer Zeit. Aber in der Schule machen wir es gerade umgekehrt, wir zeigen wieder alles und erwarten, dass die Leute rausgehen und die Welt perfekt realisieren. Eine Möglichkeit wäre dann, Projekte einzuführen. Also ganz ähnlich so wie die Waldorfschule, nur ohne den ganzen ESO-Kram. Würde ich gerne draußen haben, aber Projekte und wir lernen uns Zeit in den allermeisten Fällen sehr, sehr viel bessere Lebens. Ein paar Vorschläge finde ich mal mit rechts, eher unkreative Vorschläge. So hat er zum Beispiel die Idee, dass man zum Beispiel das Thema Griechenland nehmen kann, wie man das historisch anschaut, geografisch, wie haben Griechenland gelebt. Wie war die Politik damals, die Gesellschaft, wie hat sie gesprochen, was hat sie gegessen, was nachgekocht, ein Theaterstück und Zofferfläs aufnehmen gemeinsam und so weiter. Also haben wir schon 4-5 Fächer in einem Projekt. Aber wir können auch da ein bisschen weitergehen und vielleicht auch das Ganze ein bisschen gespielter anschauen. Vielleicht mal einen sehr interessanten Skill-Versucher einzuführen, der früher total unmöglich war, weil es nicht brauchte, weil es ein privater Faktor und heute wichtig ist, zum Beispiel Programmieren. Wir können zum Beispiel eine ganze Klasse ein bisschen Programmieren beibringen und gleichzeitig so eine Simulation oder eine Computerspiele schaffen, mit dem wir eine Regierung oder ein Unternehmen simulieren können, eine Strategie üben
üben und vielleicht ein bisschen Wirtschaftswissenschaft dazu geben und so weiter. Also, es gibt da tolle Ideen, wie man so projektbasiert was machen kann und normalerweise bleibt es auch hängen. Also auch wenn ich an meine Zeit zurückdenke, alles was ich jetzt auch weiß, größtenteils zumindest, war entweder weil es voll erzählt war oder weil ich eine Arbeit darüber geschrieben hatte oder weil ich einen Vortrag dazu gehalten habe. Also wenn man selber etwas beiträgt zu dem passiv aufnimmt, verschwindet in allermeisten Fällen. Im nirgendwo des Unterbewusstseins. Ein weiterer Vorschlag, der zum Beispiel auch von den Hirnforschern in Deutschland gemacht wird, von Manfred Spitzer, ist hirngerechtes Lernen. Also, wenn man die Hirnforschung ernst nimmt und das in die Schule tragen. Klassisches Beispiel, das Lernen vom Beispiel zum Allgemeinen. Wir machen das in der Schule meistens umgekehrt. Wir lernen zuerst die Regeln und bringen das dann auf Beispiel. Das Hirn funktioniert aber gewissermaßen überhaupt nicht so, sondern umgekehrt. Also, ich könnte jetzt zum Beispiel fragen, bei welchen Partizipien es der Fall ist, dass man vorher ein GE kennen muss. Und bei den Kunden, also nehmen wir zum Beispiel, es heißt spazieren oder spazierte, aber es heißt gegangen. Warum? Kann man das jemand sagen? Ich weiß nicht, ich sage, ihr wusstet, wie sie das nachgeschlagen haben. Die Regel, die ich ein, zwei, drei Ausnahmen, ist, dass auf Verben, Verben auf ihren Enden, kommen kein GE vorangestellt. Also spazieren, spazierte, kochen, gekocht und so weiter. Der Punkt ist einfach hier, dass wir das alle im Grunde richtig machen in unserer Alltagssprache, aber die Regeln kennen. Das ist ja auch nicht weiter schlimm. Auch wenn wir das falsch, wenn wir es mal falsch machen würden, wäre das auch gar nicht so schlimm. Aber wir brauchen diese blöde Regel, um es richtig zu machen. Trotzdem lernen wir diese noch oft im Gymnasium. Und wir sollten es gerade in der Lage geben, wir sollten mehr schreiben, mehr Vorträge halten und da mehr Sprachfähigkeit üben, nicht umgekehrt Grammatik prüfen und erwarten, dass irgendwelche Shakespeare-Szenarien ausprobieren. Zweitens, den sogenannten Flow fördern. Jedenfalls ein Begriff aus der Kognitionspsychologie. Ich habe mir gar nicht so schade, was ich kann, du sonst wissen, was du sagen kannst, sind wir auf jeden Fall. Wenn man die Zeit vergisst, glaube ich, und einfach so in einem Zustand ist, wo einem alles gelingt, wo es immer genau noch herausgekommen ist, aber doch nicht so schwierig. Ich glaube, das ist so. Genau, das sind so ganz wichtig auch die Kerne, also man vergisst die Zeit, man weiß, warum man etwas tut, das ist auch so ein wichtiges Kriterium, man ist gefordert, aber nicht überfordert, aber ist auch unterfordert, sondern es ist anspruchsvoll, und man geht eben völlig in dieser Anwesenheit, also völlig in dieser Fähigkeit auf. Und das sind ist A, nicht nur die Zeitpunkte in unserem Leben, in denen wir bestimmt am glücklichsten sind, schon mal ein Eigenwert, sondern es sind auch die Zeiten, in denen wir am effektivsten lernen. Und eines sollten wir konstant versuchen, solche Flow-Zustände in der Schule herzustellen. Und das lässt sich über viele Formen tun, die man macht danach noch einen Vorschlag, indem man eben so etwas wie eine leicht ansteigende und eine Leistungskurve macht, die dann eben nicht zu überfordern wird, einen Abfall und eine Möglichkeit, es danach in Teams zu machen. Kürze war einmal Thomas Selle hier in Basel, der vergleichende Entwicklungspsychologe. Und wer sein Buch gelesen hat, Why We Cooperate, dem fällt auf, dass Menschen offenbar etwas sehr gut sind, viel besser als andere Menschen, das ist Kooperieren in kleinen Gruppen. Das kann auch sehr negativ sein, man kann auch sehr gut in Gruppen gegen andere Gruppen kooperieren. Aber darin sind Menschen wahnsinnig gut, andere Präferenzen erkennen, die einfachen sein System und entsprechend zu agieren. Also vielleicht sollten wir jetzt überlegen, echte Teamarbeit in dieser Werkstattkonstellation in der Schule ein bisschen zu fördern. Körperliche Aktivität zu lassen. Viele Menschen denken besser, wenn sie sich ab und zu bewegen können. Wir kennen das ja vielleicht selber, man geht in der Wohnung, wenn man spaziert oder sowas und hat dort die besten Einfälle. Auch das, warum kommen wir auf die Idee, dass Schüler besser lernen, wenn sie eingefärbt in den Denken, konstant still sitzen. Das hat keinerlei wissenschaftliche Evidenz, dass das irgendwas bringt. Außer vielleicht, dass es dem Lehrer die Arbeit einfacher macht. Ich glaube, Kahneman und Andreas, die haben auch alle ihre Gedanken bei Spaziergängen gehabt. Ja, das ist ein guter Nachhinein. Und Brian Thomas, ich glaube, der hat ein bisschen. Kann ich auch wieder mit einem Spaziergang Grünsberg und so weiter. Also, eben, wir haben auch eine Geschichte schon eine große Ansammlung. Es gibt ja auch Geister, die ihre besten Anfälle dann gehen hatten. Und wir kommen auf die geniale Idee, Leute konstant sitzen zu lassen, damit sie besser. Dann eine relativ alte Idee,
von ungefähr 100 Jahren von John Dewey, dem mathematischen Philosophen. Gibt es auch von Bertrand Russell. Beide haben übrigens bei Philosophen, die sich wirklich bemüht haben, über Bildung nachzudenken. Beide haben auch Realschulen gegründet. Das ist ein sehr interessantes Phänomen. Heute kenne ich kein Beispiel, wo ihre philosophischen Ordinarien durch eine Schule nebenbei gründen, um ihre pädagogischen Theorien zu testen. Aber es klingt halt, das ist ein ganz banaler Punkt, aber wurde alles oft vergessen und nicht gemacht, ist, dass Schulbildung nur dann Erfolg haben kann, wenn sie an vergangene und zukünftige Erfahrungen anschließt. Das heißt im Grunde nur, dass der Schüler verstehen muss, um was es geht und das Vorwissen dazu hat und auch die Relevanz und warum und woher sich das ableitet. Zum Beispiel in der Mathematik muss man auch immer wissen, was alles gekommen ist. Wenn man da Lücken hat, kann man gar nicht weiterarbeiten. Und dass man dann auch gleichzeitig auch in späteren Lebenssituationen sagt, ah, das hatte ich mal, kann das wieder einbauen. Das hat einen großen Vorteil, dass man dann immer wieder Dinge repetiert. Und Repetition ist was sehr, sehr Gutes, wenn man auch in der Zeit kommt. Ihr könnt das ein bisschen ausführen, das ist ein interessantes Konzept. Dann mein Lieblingspunkt vielleicht, das individuelle Lernen oder individualisierte Lernen mit zur Hilfenahme des Internets. Und dazu möchte ich euch einen TED-Talk empfehlen, schaut ihn unbedingt noch an. Er ist einer der meistgeschauten letzten Monate von Sal Khan. Sal Khan ist Mathematiker und hat bis vor kurzem für einen Hedgefonds in Boston gearbeitet. In seiner Freizeit hat er häufig auch Nachhilfeunterricht für seine beiden Neffen gegeben, die auch dummerweise in Louisiana zur Schule gehen. Das ist schon ein ziemlicher Weg von Boston nach Louisiana. Also hat er an einem gewissen Punkt einfach angefangen, so kleine Lernvideos auf YouTube zu laden, um seinen Neffen zum Beispiel Mathematik-Nachhilfeunterricht zu geben. Die haben dann relativ schnell gesagt, wir mögen deine Videos lieber als sich selber. Was im Sinne auch nachvollziehbar ist. Also wenn ihr Mühe habt in Mathematik und irgendwelche Fortschritte machen wollt, das Letzte, was ihr wollt, ist jemand, der hinter euch steht und sorgt, wenn er das falsch macht und Druck aufbaut und so. Gerade wenn es darum geht, etwas zum ersten Mal nachvollziehen zu können, etwas verstehen zu können, ist wahrscheinlich sehr wichtig, dass man das im eigenen Tempo machen kann und an einem Ort, der einem gefällt, im Bett oder auf der Couch oder sonst wo. Das Projekt hat aber von dieser Handvoll von YouTube-Videos ein riesen Projekt losgetreten. Das ist mit einer Khan Academy, nennt es mit einer Khan Academy.org. Das ist eine der genialsten Websites, die ich seit langer, langer lange Zeit wir sehen auch die Zeit dafür. So schaut die aus. Das ist also ganz entwickelt zu einer Plattform für Lehr- und Lernvideos aller Art. Noch meistens konzentriert auf Mathematik, aber man kann auch amerikanische Geschichte lernen, Kunstgeschichte, Sprachen, Programmieren, Bildanalyse, einen guten Text zu schreiben, alles Mögliche. Und das Interessante ist, dass es oft führende Wissenschaftler in ihrem Gebiet sind, die euch dann zum Beispiel Globalistik erklären in einem kurzen Lernvideo. Noch toller ist dann, dass man sogenannte Schwerpunktthemen oder Goals oder so definieren kann, zum Beispiel, habe auch noch eine Lüge in Mathe und Geometrie und hier etwas mehr in den amerikanischen Bürgerkrieg wissen. Und dann kriegt man bestimmte Vorschläge für Lernvideos mit dazugehörigen Aufgaben, die man lösen kann. Je nachdem, wie man diese Aufgaben löst, kommt man dann andere Lernvideos zugeschickt, die einem helfen soll, die vorhandenen Lücken zu schließen. Und bekommt dann sogenannte Points oder Badges, wenn man gut war. Also gut erklärt sich hier das Lernen wie zu einer Art Computerspiel und meines Erachtens hochgradig effizient. Also ihr konntet in einem Nachmittag in bestimmten Bereichen Lücken schließen, die ich über Jahre in der Runde gebracht habe. Ich kann euch jetzt gar nicht so klar machen, wie toll diese Website ist. Schaut es euch unbedingt mal an und probiert mal später ein bisschen damit rum. Ist wirklich eine großartige Sache. Noch besser an dieser Plattform ist, dass sie mittlerweile eine Plattform hat für Lehrer, Lehrerinnen und die Eltern. Das heißt, man kann zum Beispiel im Unterricht ansetzen und als Lehrer sehen,
welche Schüler machen welche Aufgaben, welcher Häufigkeit und welcher Qualität und wo machen sie welche Lernfortschritte. Man kann dann individuell helfen, man sieht dann, aha, Schüler A hat dort noch mehr Probleme als Schüler B und individuell betreuen. Das gleiche auch für die Eltern, wenn sie den Nachhilfeunterricht ihrer Kinder nachvollziehen wollen. Super tun. Wird momentan übrigens auch in einzelnen Schulen in den USA erforschen, bislang mit genialen Ergebnissen. So dass also die ganze Klasse im Schnitt um einiges besser wurde, vor allem im Bereich Mathematik. Das ist auch so eine Möglichkeit. Das führt dann eben zum nächsten Gamified Learning. Wenn ihr mal Kinder beim Spielen beobachtet, das heißt, dass jetzt irgendwo draußen oder beim Computerspiel, fällt auf, dass sie wahnsinnig konzentriert sind. Wirklich wahnsinnig konzentriert und enorme kognitive Leistungen zeigen, wenn es darum geht, irgendwie ein Spiel an seine Grenzen zu bringen. Doch, das geht ja wahnsinnig gut. Und ich glaube, man kann das auf psychologische Faktoren zurückführen, ich werde es hier noch gar nicht nennen, warum das so ist. Einer vielleicht, dass es grundsätzlich viel Feedback gibt. Man lernt nicht immer so lange Lehre aus, sondern man hat immer keine Belohnungen. So funktionieren Rollenspiele zum Beispiel. Man macht ganz viel langweiliges Zeug. Aber am Schluss hat man irgendwo einen Punkt mehr bei einem Skill. Und so könnte man ja irgendwie versuchen, auch Schülerinnen und Schülern irgendwie mehr Spaß am Lernen irgendwie zu wecken, indem man sie immer ein bisschen herausfordert und besser werden lässt, sie mit sich selbst vergleichen, mit den anderen Schülern, und ihnen das Gefühl gibt, dass sie über Dauer besser werden. Also eine Langzeitnarrative des Fortschritts kann man vielleicht so ein RPG-Skillset aufziehen und sagen, ja, schreiben, lesen und so weiter. Gibt es einen Pluspunkt und man wird immer besser lernen. Und dass man eben auch im Spiel, was wir dort sehen, man löst Probleme, man lernt sich etwas auswendig. Also man braucht zwar Wissen oder man behält vielleicht Dinge im Kopf, aber immer in Bezug auf ein Ziel. Und ich bin überzeugt, dass so ein Ansatz sehr viel besser Lernerfolge zum Ergebnis hätte. Eben an diese Richtung geht, ohne Forscher, dass wir von Hogwarts lernen sollen. Nicht nur, weil es ein sehr, sehr tolles Schulprogramm ist, aber weil es auch etwas miteinander richtig macht. Und zwar das ein Charakteristikum des britischen Schulsystems, diese Aufteilung im Kollegs der einzelnen Unterschulen, die dann miteinander konkurrieren. Also wiederum dieser Punkt, Menschen sind wahnsinnig gut darin, in kleinen Gruppen zusammenzuarbeiten und ein starker Motivator in einer Gruppe zusammenarbeiten ist, eine andere Gruppe zu schlagen. Und das machen zum Beispiel viele britische Schulen, indem sie dann einzelne Abteilungen haben, die zum Beispiel dann bei Debattierwettbewerben antreten, beim Spelling, Kopfrechnen und so weiter. Und ich glaube, das kann sehr stark motivierend sein für Schüler wie für die Lehrerinnen und Lehrer, die sich dann irgendwie stärker noch mit den Schülern identifizieren und nicht nur mit den Jahrgang zu. Das könnte man vielleicht dann auch noch als Vorschlag einnehmen, dass man Lehrerinnen und Lehrer und Schüler in so Identifikationsgruppen packt und die nicht dann nur die Jahrgang zu einer anderen Lehrperson schicken. Ebenfalls in gleicher Richtung Unterrichtung im Team. Also warum machen wir das überhaupt so, dass wir immer nur eine Lehrperson pro Klasse vorne haben? Meiner Meinung nach ist das ein bisschen Gruppenrisiko. Wenn die Lehrperson gut ist, ist es kein Problem. Wenn sie schlecht ist, dann eben schon, dann sehr gewaltig ist. Wenn wir jetzt mehrere Lehrer pro Klasse hätten, hätten wir den Vorteil, dass zum Beispiel eine einseitige Bewertung sich ein bisschen ausgleichen würde. Also wenn wir jetzt eine Lehrperson drin haben, die zum Beispiel mich überhaupt nicht leiden kann, aber jemand, der seine Talente und seine nette Persönlichkeit zu würdigen vermag, dann gleicht das ein bisschen weniger aus. Und wir haben weniger stark diese arbiträre, einseitige Lehrerbewertung. Also schafft bessere Urteilsmöglichkeiten. Gleichzeitig nimmt es aber auch Druck von einzelnen Lehrpersonen, einen Schüler in seiner Gesamtheit irgendwie erfassen zu müssen. Also die Lehrperson kann andere Lehrer fragen, um sie auch zu sehen, ob die vielleicht auch andere Punkte sehen, ob die Lernfortschritte beobachtet haben und so weiter. Das Ganze könnte man dann noch ergänzen durch Examensbewertung. Also könnte man in seinem Projekt, wie ich das Vorschlag anfangen, in unserem Projektthema könnte man zum Beispiel dann einen Programmierer irgendwie einladen von Google Zürich oder so, der den Schülern dann die schönen bei der Informatik beibringen müssen, erklärt, dadurch unterstützt von Pädagogen, den Lehrpersonen und so weiter. Und auch zu Psychologen, Pädagogen, Sozialarbeiter, das ist das finnische Modell. Dort ist tatsächlich so, dass zwei Standardlehrer pro Klasse zugeteilt sind, plus eine pädagogische, psychologische Betreuung, plus eine Sozialarbeiterin, die sich dann von Kindern aus den Unterschichten
gesellschaftlichen Gruppen kümmern. Also sie sind nie alleine vor der Klasse, oder wenn sie sind, dann haben sie ein Team im Hintergrund, wo es eben Arbeit hat, Verantwortung und erhöht Qualität. Ebenfalls eine interessante Idee, ein sogenannter Mietslehrer, der schlägt etwas gleich vor. Weil der Ansatz ist, dass wir ein riesiges Reservoir haben an Leuten, die aus dem Berufsleben ausgeschieden sind, die über 70 sind, aber über sehr, sehr viel Wissen und Energie verfügen, sich engagieren wollen, Wissen weitergeben wollen, das einfach nachwirkt. Also warum nicht, wie er sagt, interessierte oder engagierte Gereise zurück in die Schule holen, damit sie dort auch ein bisschen mitwirken können. Ich glaube, das könnte auch die Schule ein bisschen auflocken. Natürlich auch für Begleitung durch fachlich. Dann ein Punkt, den Robinson immer sehr stark macht: Lernen muss neu gedacht werden. Weniger das Teaching, aber auch das Learning. Und zwar haben wir immer so ein enorm lineares Bild von Lernen, wenn wir darüber sprechen. Zum Beispiel, warum schulen wir Kinder alle nach Jahrgängen ein? Also warum haben wir die Ansicht, dass es den Faktor, den Kinder am ehesten gemeinsam haben, ihr Geburtsdatum ist? Also, woher kommt diese Vorstellung? Und gleichzeitig ist dann auch dass der Bildungsweg hochgradig linear. Also wir haben jetzt diese Stufe Primarschule, Oberstufe, Gymnasium zur Hochschule. Warum machen wir nicht zwischendurch Pause und sagen, ja, ich weiß nicht, 14 Jahre alt, wir wollen was anderes machen, machen wir dort Praktikum, engagieren wir dort und so weiter. Das ist sehr, sehr linear und main gedacht. Was sagen wir dann dazu, so eine Art Fast-Food-Learning, industrialisierten Fast-Food-Learning führt, indem wir versuchen, ein einziges Bildungskonzept auf alle Schüler anzuwenden. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben, in der Schweiz ein bisschen weniger schlimm, aber in Frankreich und bestimmten Bundesstaaten in den USA ist es wirklich so, dass fast auf dem Tag festgeschrieben ist, was Schüler wann wie lernen. Und wer so ein allgemeines Modell für so etwas Diverses in einer Gesellschaft haben will, der wird zwangsläufig suboptimal verfahren mit diesem Modell. Und hier müssen wir einfach mal grundsätzlich neu darüber nachdenken. Ken Robinson meint dann, dass eben Gesellschaften eher auf einer Variation, auf einer Vielfalt von Fähigkeiten, Talenten basieren und nicht auf einer linearen, konservablen Idee von Bildung. Also wir können gar nicht wollen, dass alle das Gleiche können und das Gleiche, die gleichen Skills haben. Es sollen nicht alle Anwälte und Philosophen sein. Das ist einfach eine Stärke. Dann, sehr wichtig, vielleicht einen anderen Typus von Lehrer, den wir haben. Und zwar müssen wir dann auch den beruflichen Status von Lehrerinnen und Lehrern erhöhen. Und zwar nicht nur Geld, als zum Beispiel bei einer Selektion. In vielen Ländern läuft der Fall so, dass dort Lehrer zwar sehr viel mehr verdienen als bei uns, aber einen sehr, sehr angesehenen Ruf haben. Also wenn ihr Lehrer seid, in vielen Ländern eine Bar gibt, habt ihr eine Reaktion, wenn ihr sagt, das hat Lehrer, wenn ihr Architekt oder Chirurg seid. Das hat damit zu tun, dass auch Lehrer etwas wahrgenommen wird, das nur wenige Leute wirklich gut können. In Finnland bewerben sich jährlich 6.000 Leute für einen Lehrberuf und 10% werden genommen. In jedem Fall, also auch wenn es ein super Jahr ist, 10% dürfen nur sich ausbilden lassen zur Lehre oder zum Lehrer. Das führt dann auch zu einem anderen Selbstverständnis. Es entsteht Berufsstolz und so weiter. Das könnte unter Umständen auch eine Möglichkeit sein, hier Einfluss zu üben. Zweitens, es geht um diese Teamarbeitsidee an, dass man diese räumliche kommunikative Isolierung aufbricht. Im Grunde, das Modell der heutigen Schule lässt sich so charakterisieren: Wir haben, können auch Kommunikationsräume sein, wir haben verschiedene Räume, das Fächer und dann ist irgendwie eine Lehrperson oder ein Schüler und jeder dasselbe. Und wie findet da Kommunikation zwischen den Lehrern und der Klassen statt? Meistens so extern über so eine Lehrerkonferenz, eine Lehrersitzung. Aber wer seine Sachen weiß, dass diese immer sehr ordentlich verlaufen müssen. Und so. Also warum das immer so isoliert, warum dann ein bisschen öffnen? Vielleicht größere Räume, mehr Klassen parallel in Unterschiede zu machen oder eben mehrere Lehrpersonen im eigenen Raum, dass sie die austauschen können und vor allem voneinander lernen. Viele Lehrer können einen Beruf starten, ohne dass sie nachher irgendwie noch etwas lernen müssen. In vielen Gymnasien gibt es zum Beispiel keine Weiterbildungspflicht, überhaupt keine, das passiert auf freiwilliger Basis. Und es ist ja auch für die Lehrer sehr viel angenehmer, wenn sie auch konstant Feedback erhalten, wie gut sie das selber machen, je nach Fach und Projekt.
und selber sich dann weiter verbessern können. Das ist vielleicht das für mich schwierigste Vorschlag und widerspricht allen meinen sozialistischen Grundimpulsen. Habe ich aber ein bisschen überzeugen lassen, dass das dran sein könnte in Gesprächen mit Stefan, die wir mal rein hatten bei ein paar Bierchen. Und zwar, dass wir den Bildungswettbewerb in der Hof intensivieren sollten. Und zwar eine Möglichkeit, eine staatliche Schule abschaffen und nur private Schulen zu lassen oder die staatlichen Schulen gegen Privatschulen konkurrieren lassen. Das hat einen Vorteil, dass die einzelnen Schulen mehr Freiwahl haben. Sie können ihr Lehrpersonal selber bestimmen, ihre Lehrpläne. Es gibt keinen staatlichen Vorteil, die sagen, wir müssen das und das mitmachen und sie können auch ihre Organisation selber wählen. Weil zurzeit ist es so, dass die einzigen Schulen, die wir in Europa beobachten, wirklich Experimente wagen, sind in privater Trägerschaft. Das geht von Waldorfschulen bis so zu Elite, Business Schools, für angehende Manager und so weiter. Das sind die einzigen Schulen, die wirklich was ausprobieren, sind privat und nicht die staatlichen Schulen, weil die in dieser ganzen Bildungsstruktur drin hängen. Aber das ist ein Wettbewerb zwischen den Schulen, nicht zwischen den Schülern. Also die Schulen sollen um Aufmerksamkeit der Schüler und Eltern konkurrieren. Das Ganze müsste dann aber meines Erachtens sozialistisch unterfüttert sein durch Bildungsgutscheine. Das ist der Regel, die es teilweise Dänemark oder Holland, dass man diese private Schule komplett staatlich finanziert über Bildungsgutscheine, die Eltern erhalten und damit frei die Schulen wählen können. Vielleicht können wir noch weitere Programme anhängen, zum Beispiel, dass man versucht, die besten Lehrpersonen gerade in Problemschulen zu schicken, wo sie am wichtigsten wählen. Einziges Problem, das man dabei sieht, ist dieses sogenannte Social Web. Also es gibt einfach Eltern, die sich viel stärker für die Bildung ihrer Kinder interessieren als andere. Oder die auch sehr viel mehr Wissen haben darüber, was Bildung ist, was sein sollte. Wie gehen wir dann um, wenn wir zum Beispiel eine ganze Schicht von Eltern haben, die sich Schicht einfach nicht für die Schule interessieren, wenn sie einfach die nächste Gelegenheit schicken oder so. Das wäre vielleicht ein Problem, aber es wären alle Gedanken, mit denen man spielen könnte. Und, das ist ja die letzte Slide, dann bin ich endlich fertig. Noch einmal ein letzter Aufwand, bei uns müssen wir kontrafaktisch denken. Weil wenn wir uns nicht um die nächste Generation von des Bildungssystems kümmern, dann tut es jemand anderes. Und ich weiß nicht, wer diese Leute sein werden. Meine Befürchtung, dass die aus der organisierten Irrationalität stammen, sprich zum Beispiel der Region. In meinem Heimatland von St. Gallen hatten wir kürzlich den Fall, dass im Lehrerseminar 30% der Absolventen sogenannte Fischi waren, also evangelikale Christen, die sich geweigert haben, Biologieunterricht zu suchen an der katholischen Hochschule, weil sie in Evolution unterrichtet wurden, später oder irgendwas darüber gehört. 30%. Ähnlicher Wert haben wir in Bern, ebenfalls ein Jahr später, also 2011-12 war das. Das ist schon erschreckend. Das heißt, wir sollten uns wirklich stark in diese Debatte einbringen, sei das entweder politisch oder wenn wir später selber unterrichten, als Lehrer oder Jugendlichen, als Dozenten, als Journalisten oder was auch immer. Die Chance ist gut, dass wir in Bereichen haben, wo wir hier einen Einfluss haben können. Und wir können vielleicht auch das, was wir bei Lukas gelernt haben, Gedankenexperimenten hier mal anwenden, zu prüfen, wie wir selber zu den einzelnen Bildungselementen stehen. Und zwar können wir uns fragen, und entsprechend des Nichtwissens, ob wir, wenn wir das Schulsystem komplett neu schaffen müssten, ob wir das genau gleich tun würden, wie es zurzeit funktioniert. Und meine Vermutung ist überhaupt nicht so. Wir hätten ein ganz anderes, vermutlich sehr viel besseres System, weil unser System im Grunde noch eine Altlast des 19. und 20. Jahrhunderts ist. Ein Produkt einer Gesellschaft, die wir heute gar nicht mehr haben. Das war früher eine Agrargesellschaft, heute leben wir in einer digitalen Gesellschaft, die ganz andere Probleme und Herausforderungen hat. Und die sollten wir angehen und zwar möglichst. Vielen Dank.